Okay. Funktioniert es? Es funktioniert tatsächlich. Hi. Es funktioniert. Oh mein Gott. Es funktioniert. Sammeln. Sammeln. Also, ja, es ist eine sehr, sehr, sehr alte Kamera. Und man erkennt mich wahrscheinlich gar nicht mal so gut, weil die halt, ja, alt ist. Ich muss noch verarbeiten, was alles passiert ist. Dieser Kristall ist immer noch so verwirrend. Diese KI auch. Ich meine, ja, wir haben sie besiegt, aber dann noch dieser Geist von Freedom. Und sein Tod. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich meine, klar, ich sollte mir nie Sorgen um ihn machen und so weiter. Er denkt ja so optimistisch, er denkt so froh. Aber er wirkt für mich zu glücklich. Ich muss immer noch verarbeiten, dass ich fast stranguliert wurde. Dass ich ihn überhaupt erst sterben sah. Wie fühlt sich der Tod an? Will ich es wissen? Nein, will ich nicht. Ich habe Angst. Auch wenn ich die Angst zurücklassen soll, ich hab's trotzdem. Warum mache ich diese Aufnahme? Ich sollte einfach weiter meine Arbeit machen. Hast du dir jetzt ernsthaft vor deinem Tisch ein Papier hingelegt? Eine Liste quasi, damit du jetzt erstmal erklären kannst, was alles geschehen ist. Ja, hast du. Du bist eine idiotische Melone. Ja, die KI Lifegon ist geschehen. Und ich muss bis heute noch verarbeiten, was passiert ist. Obwohl das erst ein paar Monate her ist. Ich habe selbst sogar meinen Zeitplan verloren, wie lang das her ist. Dann geschah noch dieser komische Kristall, wo dieser Geist von Freedom da war, der Geist der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Oh, das wird langsam einfach nur noch Wahnsinn. Und mein Zwilling ist zweimal gestorben oder einmal fast und einmal wirklich und ich habe ihn zurückgeholt und mir hilft nicht mal meine Liste. Ich kann bei dem Thema nicht ruhig bleiben. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Sammeln. Ich kann's einfach nicht. Okay. Jetzt habe ich mich, okay? Keine Tränen mehr. Nichts, nichts, nichts. Nein, nein, ich kann mich nicht belügen. Wie ist er glücklich? Wie ist er am Leben? Wieso ist er glücklich? Du bist gestorben. Die anderen haben dich sterben sehen.
und du bist glücklich. Warum bist du glücklich? Du hast ein Versprechen gebrochen. Du hast einfach gelogen. Und ich musste dich vom Tod wieder zurückholen. Und alle haben es gesehen. Ich sollte mich eigentlich glücklich schätzen, dass du lebst, aber gleichzeitig mache ich mir so sehr... Ich mache mir einfach Sorgen. Ich weiß auch gar nicht, ob Haluken jemals diese Aufnahmen sehen oder hören wird. Ich kann die ihm eigentlich gar nicht zeigen. Wenn er hören würde, wie ich leide, würde er Angst haben. Leid. Es tut mir einfach nur so furchtbar leid. Es tut mir leid, Paluten. Alle schlimmen Dinge, die ich jemals getan habe, nehme ich mir zu Herzen übel. Ich kann mich nur entschuldigen. Es tut mir leid. Evil, das ist keine Kamera. Ich weiß, dass es keine Kamera ist. Ja, wenn du es so am Anfang so nennst... Ich weiß, dass ich ihn in den Anfangsaufnahmen in die Kamera genannt habe.